Nee, ich esse Spargelröllchen, also kalte Spargelröllchen, ne? Ah, ja gut, aber dann stimmt, dann passt das ja wieder. Dann ist es irgendwie wahrscheinlich sowas, was du auch irgendwie beim Bäcker an einer irgendwie Bahnhofsbäcker für 5,70 Euro, Beim Fleischer eher. für eine kleine Rolle. Es ist also Ist Bahnhof ist einfach halt. Spargel. Dann machst du da Remoulade oder Mayonnaise, je nachdem, was die Liebe ist, machst du dann daneben und dann rollst du den einfach in den gekochten Schinken Naja, also ein. Dann ich kalt sehe das essen. auch, ja. Ja, Ist und halt dann. So ist A, eine schöne Grillbeilage. Und B, ist es auch ein schönes Sommeressen, genauso wie Melone mit geräuchertem Schinken. Oh ja, nom, nom, Ja. nom, nom, nom. Lecker. Fantastisch. Fantastisch. Nee, aber das hier Bahnhof, wenn wir da schon mal sind. Ja, ein Kaffee, kleinen Kaffee, weiß ich nicht, 0,2. Ja, er kostet 4 Euro. Ja, das ist echt ein Witz. Also, und vor allem dann der Ist große das nicht teuer Kaffee. geworden beim Ditch? Weiß ich jetzt gar nicht, was ich beim Ditch dafür Also es bezahle, gibt auch aber ich immer mal noch glaube, so einige wenige, ich beim habe Ditch verschiedene bezahlst du günstige doch nur 1,50 Inseln, aber. Euro oder so. Ansonsten, jeder Bahnhof hat einen McDonald's, da kriegst du einen Genau. 0,2er Kaffee für 1 Euro. Aber warte mal, da wollte ich dich gerade als Mac-Dude mal fragen. Ich habe Ich war da schon gelesen, ewig nicht mehr. ich habe nämlich gelesen, dass die vor einigen Wochen die UVP, also dass es jetzt glaube ich nichts mehr für 1 Euro gibt. Das McSunday kostet mehr, der Hamburger kostet mehr. Gut, du konntest den natürlich auch bisher schon immer teurer machen, war ja, ne? Weil eh keine Pflicht stand, immer ab 1 Euro. Aber ich glaube, jetzt gibt es wirklich nichts mehr. Der kleine Kaffee kostet es mehr. Also alles, was du für 1 Euro bekommen hast, da kostet es mehr. Habe ich gehört. Warte. Erinnert ihr euch noch an Ich die hab die App, Feedback-Codes? Josh. An die was? Die Feedback-Codes. Ja. Die, wenn du was gekauft hast, dann kriegst du einen Ja. Feedback-Code, oder wenn du Feedback gemacht hast, dann kannst du dir da nochmal irgendwie ein gratis Kaffee, gratis Eis, was weiß Ja. ich, holen. Produkte. Auch Möchte nicht mehr. Josh, was möchte der Josh denn wissen? Ein Einen ne kleinen kleiner Kaffee. Kaffee oder McSunday oder sowas. Kleiner Kaffee. Ha, 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 ha. Oh, Dann Getränke oder ist. Nee, Eis. hier, McCafé-Drinks. Der James, der schlingert ein bisschen. Ja, ich habe das aber auch gerade Leute irgendwie vor und hinter uns. Ich habe auch gerade so ein bisschen. Das dürfte dein Café Small sein, ne? Ja. Ja. Ja, ich. Ah, weiß, ich will ja auch Bleibt, danke. rüberfahren, ne? Ah, da steht kein Preis dabei. Muss ich mal bei Restaurant. Ne, ich geh mal bei Bestellen Vorsicht, James, hier. rechts von dir ist einer mit Doppelauflieger. Ja, also hier sind sehr viele in der Nähe. Also wir Rechts? müssen ein bisschen Warum gucken, dass überholt er wir. rechts? Die Und überholen links ist beide rechts. auch Da überholen nicht irgendwie. beide Und. rechts. Ach, Kinders, ihr habt einen Doppelauflieger. Ihr könnt nicht so früh reinziehen. Ach, du da Ah! rechts von dir. Ja, ich hab's. Gut, ich muss sagen, ich war ein bisschen weit links, aber Alter! das kam daher, dass ich halt einen reingelassen habe. Was will ich denn machen? Also ich kam halt so schnell nicht wieder rüber. Das ist, Das lernen wir daraus, einfach nie Leute reinlassen. Das führt zu Also so einem Spuk. ne Cola kostet 1,79. Ne, die kleinen, ja, eben, das meine ich, das haben sie alles. Warte mal, ich kann auch mal gucken, ich habe ja Weiß auch ich die nicht, ob App die hier, da klein kann ich. ist. Dose Red Bull kostet 0 Euro. Gibt's bei mir scheinbar nicht. Ein Kaffee 1,29. Ja, genau, also, und auch immer, das ist halt McSunday, kann ich mir gerade selber mal gucken. Wo habe ich denn die App? Fängt die mit M an? Ja, die fängt mit M an. Weil ich habe die eigentlich auch, aber nur wahrscheinlich immer, wenn ich mal im Bahnhof Nett. bin oder so weiter, Ich damit hab ich die mir nicht mal. mehr. Das Ich war hat schon so lange nicht mehr. ansonsten Dessert, McFlurry, McSunday 1,29. Ja, Wir haben okay, ja. mittlerweile Okay, der ist tatsächlich, McDelivery ja. hier in Dortmund auch. Wir hatten Echt, ne ihr Glücklichen, wir haben das aber immer noch nicht. ich bin da jetzt nicht traurig, um, dass wir das hier nicht haben, aber ist das nicht Ich einfach nur wieder hab das ausgefahren durch letztens. Nee, Lieferando-Fahrer aber. oder ist Ja, es. Ja, okay, wow. aber Aber wir weißt du, müssen das extra vermarkten. Wow. ich fände das geil, wenn es das hier gäbe, weil dann würde ich vielleicht. Naja, nicht immer nur Pizza bestellen oder so, wenn ich mal bestelle, sondern mir halt auch mal was von Mc's bestellen. Ja, wobei ich wirklich sagen Zwischendurch. muss, ich war sehr enttäuscht. Ich hatte das gesehen, habe mir gedacht, ich gucke mir das mal an. Ja. Also die Preise sind Wahrscheinlich wie unglaublich hoch. wie im Ding ohne Coupon oder wie. Also wenn du Ja, halt klar, Vollpreis natürlich. bezahlst. Also Tatsache, es gibt. Hamburg kostet 1,29 Es jetzt. Ja, gibt okay. so ein, es gibt so ein paar Menüs, ne, also die du da auswählen kannst. Aber du kannst noch lange nicht jeden Burger auswählen, den du sonst auch im Laden bestellen könntest. Ups.
Herbert, das ist doch komisch, weil eigentlich... Du hast eine super kleine Auswahl, was das angeht. Aber entweder das kommt Menü, doch aus dem gleichen Laden. Die können das doch einfach machen und in die Tüte stecken und das dann dem Lieferandofahrer in die Hand drücken. Wahrscheinlich musst du da irgendeinen Mindestbestellwert und einen Mindestwarenwert erreichen, damit sich das überhaupt rechnet. Ja, wahrscheinlich rentieren sich halt auch Hamburger nicht, die liefern, kann ich mir auch vorstellen. Nee, Cheeseburger aber. Und Hamburger ist auch drin. Ganz ehrlich, ich habe halt schon mal einen alter Klassenkamerad, der hat sich mal bei McDonald's hingestellt und hat irgendwie 12 Cheeseburger bestellt. Und wir ihn dann doof angeguckt haben und er so, ja, der Tag ist noch lang, ne? Ja, wobei das insofern ein Witz ist, dass du für die Käsescheibe wie viel zahlst und das ist ja nicht mal Käse, das ist halt Schmelzkäse. Der Cheeseburger kostet 1,59, also 30 Cent. Aber früher waren das dann ja 50 Cent oder sogar 60 Cent. Nee, früher hat der Hamburger 1 Euro gekostet und der Cheeseburger war nach diesem einmal 1, was ja jahrelang galt. Auch für den Cheeseburger, glaube ich. Früher. Auch mal auch für den Cheeseburger. Mhm. Der ist dann aber rausgeflogen. Dann hat der Cheeseburger 1,19 oder 1,29 gekostet. Mhm. Stimmt, dieses einmal 1 war ja mit dem einen Cheeseburger für 1 Euro, der Doppelte für 2 Euro, der Dreifache für 3 Euro. Was eigentlich ein Witz ist, weil du hast da nur ein Fleisch mehr. Eigentlich jede Menge Snacks und kleine Getränke für 1 Euro. Ja, Apfeltasche und Zeug. Und genau, früher hieß es, glaube ich, für 1 Euro und dann haben sie es geändert auf ab 1 Euro, damit sie das halt auch für... Ah, Julian, was ist denn? Ich finde das aber gar nicht mal verwerflich, dass sie die Preise ein bisschen... Nee, das ist ja auch okay. Also ich finde das so nicht... Hinter mir? Du bist doch bei Kilometer weit weg von mir. Ich bin auf jeden Fall gerade... Ich bin ja gerade gestorben. Sorry, Josh. Nee, du kannst ja nichts dafür. Bist du umgefallen? Nee, ich stehe halt. Ich krieg mein Motor gerade schlecht an. Scheiße. Hast du 100%? Nee, geht. Ey, ich müsste die nächste Werkstatt halt vielleicht mal nehmen. Aber ja. Sorry, Josh, ich hab wirklich bei mir warst du wirklich meilenweit weg. Nee, also du bist auf einmal wirklich auf 0 km/h stehen geblieben. Oh. Was ich jetzt oder schon länger für mich entdeckt habe, sind diese Soßen von Develay. Ja, das sind ja die auch für McDonald's produzieren. Ja, genau. Früher? Also den Ketchup von denen, die Mayo von denen, ich hab die Burgersoße von denen, ich hab ich mag das Zeug. Das schmeckt irgendwie nach Kindheit und Jugend. Also früher wurde das ja, glaube ich, also bis, ich habe 2003 oder sowas hatten die von Heinz den ganzen Stuff. Und dann hat, glaube ich, Burger King angefangen, Heinz Stuff zu haben. Genau. Und als Burger King angefangen hat, auch Heinz Stuff zu haben, wollten die das nicht mehr. James, ich bin auf 60 runter. Ja, nee, ich fahre gerade wieder an. Wo ist denn die nächste? Ist noch ein bisschen, ne? Ja gut, aber ich halte noch ein bisschen durch. Was ich wohl noch weiß, ist, dass früher der Ketchup und die Mayo von auch als mit McDonald's-Logo vermarktet wurden. Ja. Das war aber auch, glaube ich, Develay. Also das war ja auch, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere. Selbst die Flaschenform ist seit Jahren gleich. Naja. Genau, das stimmt. Das hatten wir früher auch immer bei meinen Eltern. Ich bin jetzt zu Heinz Ketchup übergewandert. Ich finde, der ist nicht ganz so süß. Ich finde den gut. Ich mag den. Der ist angenehm. Also bei Heinz esse ich beide. Sowohl den Curry Ketchup als auch den normalen Tomaten Ketchup. Ich mag den von McDonald's gerne. Und bei Curry Ketchup kaufe ich immer den von Hela. Mein Motor macht keine Geräusche. Vielleicht ist der aus. Also... Ihr wisst, die Hela, die großen... Ja, diese, also die kenne ich eigentlich von so Dorffesten immer. Hela, also ja, die so Dorffeste, Imbissbuden haben die auch oft. Genau, diese einfach zylinderartig, diese ganz dünn und so, ja. Da kenne ich ganz klassisch den Gewürzketchup. Den bunten Deckel? Ja, genau, ja, den genau, ganz klassisch den Gewürzketchup. Ach, dann muss ich mich korrigieren, dann kaufe ich den Tomatenketchup von Heinz und den Gewürz von Hela. Der Gewürzketchup von Hela habe ich ja auch noch stehen. Der ist nämlich so, weiß ich nicht, der ist ein bisschen süßer und fruchtiger, finde ich. Ja, ich habe, glaube ich, noch nie Gewürzketchup gekauft. Gewürzketchup. Ich esse den immer nur auf Fest, nicht für den okay, aber. Das Zeug, wenn du das irgendwo drauf tust, dann. Oh, mein Motor ist auch leer. Mein Tank ist auch leer. Hat eine festere Konsistenz. Ja. Der Gewürzketchup nicht. Wenn du den liegen lässt, hast du irgendwann so Flatschen da rumliegen. Ja, Können wir Bremen raus? Ja, können wir. Gut, also, dass du es gesagt hast. Gerade noch hingekriegt. Ich weiß nicht, also nicht Delmen, also nicht die 8, also ich keine Ahnung. Ich hoffe, nicht die erste, sondern die 2. halt, ne? Zu spät. Ja, Bremen, habe ich extra gesagt. Hamburg, Bremen. Ja, dann
Problem. Also wenn man hier ist, anderes Kaff. Hier wollte ich jetzt, warte mal. Ich guck mal ganz kurz. Seid ihr hier rausgefahren? Nee, Hamburg, also ich bin jetzt bei dem Schild, wo Hamburg-Bremen draufsteht. Ich fahr mal langsam hier dran vorbei, ich guck mir das mal an. Hier ist die Ausfahrt aber offiziell gesperrt. Ich bin jetzt gerade diese 8 hochgefahren, also diese, der, ja. Ach gut, nee, stimmt, nicht hier 8, konnte, ah ne, ja, ich seh's, ja, da ist so eine Tankstelle und leider keine Werkstatt. Ich brauch aber leider halt beides. Ja. Ich war jetzt gerade Bremen-Brinkum. Ja, seid ihr, gucken, ob ich hier aber hier steht ja Amsterdam-Groningen, seid ihr da rausgefahren? Bremen-Brinkum stehe ich jetzt hier an der Ausfahrt. Ja, gut, hier steht Amsterdam-Groningen. Hier steht ja Hamburg-Bremen. Bremen-Brinkum. Ja, das mache ich, da fahre ich auch gerade raus. Ja, dann bin ich auch gleich da. Wenn du da rausfährst, dann fährst genau. Du... Genau, ich sehe da sogar den grünen Punkt. Genau, ja, dann fahren wir Bremen-Brinkum raus und dann, ja. Fantastisch. Bremen-Brinkum. Du hast dich auch teleportiert. Deswegen, ich habe extra Bremen gesagt, weil ich habe auf dem Navi leider noch nicht gesehen, die wievielte Ausfahrt das ist. Weil ich habe auch gesehen, dass es da vorne mal hochgeht, aber ja, das ist schwierig. Nee, ich brauche, Tank ist quasi gerade komplett auf Null. Schon rot und ich brauche halt Werkstatt, ne? Werkstatt? Ja, da du da wieder schneller da bist, das ist mir klar. Der liegt dieses Mal tatsächlich nicht an meinem Truck. Ist echt das Fenster zu? Warum ist das so leise? Mir ist das auch zu, aber bei mir also ist das meins ist tatsächlich, ich war in der Werkstatt und mein Fenster ist offen geblieben. Ich weiß noch nicht, aber... Ach nee, es ist offen. Ich hab's nur so wenig offen gehabt. Oh, meine Bremse ist einfach... Nee, ich muss die echt hochstellen. Ich merke gerade, ich komme ja gar nicht zum Stehen hier. Ja. So, jetzt kennen die Zuschauer auch unseren Soßengeschmack. Ah, was kann man noch? Wo kann man noch? Motor 4 Funktion. Fantastisch. Also Josh und Lüren, die Snobs wollen trinken gerne Fritz-Cola. Okay. Ich trinke Fritz-Cola auch, aber ich mag halt Afri-Cola zum Beispiel lieber. Weil wenn ich mal was anderes als Coca-Cola trinke, dann will ich eine Cola haben, die nicht ganz so süß ist. Ja, genau, exakt. Und deswegen bin ich da bei Fritz-Cola auch sehr glücklich. Und ich bin halt eher bei Afri-Cola, weil Fritz-Cola ist schon weniger süß, ja. Aber Afri-Cola ist noch mal weniger süß. Afri-Cola geht dann schon mehr in Richtung herb. Ich finde das einen guten Mittelweg tatsächlich. Finde ich auch. So, und ansonsten, wenn ich viel Koffein haben will, ne, Coca-Cola Energy. Ich baller mehr Kaffee. Ich auch. Ich habe halt versucht, mir das Red Bull abzugewöhnen, weil ich habe festgestellt, dass auf lange Sicht bekommt einen das nicht so gut. Ich mochte Energy Drinks einfach noch, also noch nie, egal was, wie, ja, doch, ist einfach nicht doch, mein Geschmack, doch, nicht ich, mein Geruch. Ich finde das abstoßend, aber das ist eine... Schmeckt halt wie flüssige Gummibärchen. Also ich sag mal, Energy Drink ist für mich so eine Geschichte, einmal im Quartal höchstens. Ja, sehe ich dann beim Aldi, sehe ich den rumstehen und denke mir so, den guten vom Aldi. Ja, komm, die Monster sehe ich dann da rumstehen und denke mir so, ach komm, eine Dose nimmst du mal mit. Ja, aber dann trinke ich an dem Abend die eine Dose und denke ich mir so, ja, reicht dann auch wieder. Aber Monster war noch nie so meins. A, weiß ich nicht, ist mir in den Dosen zu viel drin, halber Liter. Oder nee, 465 oder 68 Milliliter ist ja dieses krumme Maß. Achso, wahrscheinlich war es aus irgendwas Englisches oder aus irgendeiner anderen Einheit. Ist eine Unzendose, die wir haben. Und das sind irgendwie im Milliliter, das ist total krumm und schief. Ja, aber es ist ja nichts, was mich jetzt irgendwie davon abhalten würde, dazu zu trinken, wenn ich das gerne habe. A ist mir die Dose halt für eine Portion in dem Sinne zu groß. Und B bin ich bei Energy Drink dann doch eher der Purist. Ich mag das Zeug halt lieber pur. Ohne irgendwie Fruchtgeschmack dabei. Habe ich vom Monster halt noch nie gesehen. Alter, ich baue mir vielleicht einen Motor stärker ein, weil ich bin sonst echt hinten dran mit meinen. Ich bin auch sehr 26 dran. Tonnen, das ist echt nicht mehr normal. Ja, wir können ja mal sagen, dass wir 500 PS machen. Das ist ja auch nee, oder Problem. Wir können einfach mal wieder so ein bisschen gemütlicher fahren, so wie wo wir angefangen haben, gemütlich zu fahren. Ein bisschen kürzere Strecken und vielleicht wieder so ein Ticken gemütlicher. Ja, aber wir können ja alle so 500 PS, das ist ja auch noch realistisch. Ja, aber wir sind doch hier Low-Budget-Unternehmen. Ja, ich habe mir jetzt die 500er-Maschine eingebaut.
Ja, weißt du, der eh am wenigsten hat, der ballert hier sein Ding nochmal. Ja, kein Wunder hier. Also, da wollen wir nicht mehr wundern, dass ich nicht hinterherkomme. Ich bin schon bei 510 PS. Na gut. Ja, da können wir gleich wieder anfangen. Ich baue mir wirklich die abgesprochenen 450 ein, ne? Ja, sorry, ich hab das liegt jetzt bei mir ganz einfach daran. Ich hatte letzte Woche meine 440 PS. Ja, aber wir sind jetzt aber wieder bei 510, weil wir vor zwei Wochen hier mit Carsten aufgenommen haben. Möchte kurz intervenieren, dass 500 PS auch noch durchaus realistisch sind. Ja, ich fand es aber mit dem Gemütlichen und mit diesem Steigen merken, fand ich cool. Also, ob du jetzt 450 Spaß dran. Oder 500 PS hast. Ja, du ziehst mir ordentlich weg. Kannst mir nicht erzählen, dass du das so doll merkst. Ja, dann kann ich es mir sparen, das einzubauen wahrscheinlich. So, nee, aber wahrscheinlich merkst du es beim Anfahren im Anzugmoment schon, aber irgendwo bei höheren Drehzahlen und höheren Geschwindigkeiten. Ach, aber den Anzug halt noch drin. PS auch nicht mehr. Habe ich den Anzugmoment eigentlich dann, wenn ich einen schicken Anlass habe, wo ich mich. Genau. Witzig, ne? Ja. Total. Wo ich das gerade sehe, ab und zu mal Vitamalz, mag ich auch. Hier gerade noch ein Kronkorken davon rumfliegen. Kann man ab und zu mal trinken, ja. Ja, so im Sommer. Kaffee dahinstellen. Ich bin ja von Bier generell so ein bisschen weg. Ich nicht. So. Ich trinke jetzt mittlerweile ein bisschen mehr Bergmann. Das Schwarzbier von denen ist super, das Pilz hat von denen. Ist das nicht mein YouTuber gewesen? Herr Bergmann, ja. Den gibt's sogar noch. Ah, weißt du, das war noch meine Zeit. Ich habe jetzt gar keinen Motor. Der Bergmann braucht hier in Dortmund. Belastend. Ich mache mir jetzt noch mal ganz kurz. Ich muss mal ganz kurz hier intervenieren. So, ich Gameplay. Bei Cola rum. So, machen wir automatisch. So ein bisschen sommermäßig mit Saft. Irgendwie automatische Zündung. Und ich mache mir die Bremse. Wo war denn die Bremse bei Gameplay? Auf bei die Gameplay Stärke der Bremsen. Halb habt ihr so ungefähr, ne? Ja. Okay, ja, dann bremse ich wahrscheinlich wieder einen Ticken besser und werde hier nicht immer gemobbt. Du wirst gemobbt. Ah, ich hab jetzt wieder meinen. Ah, weißt du, wenn ich einmal den Punkt war und dann wieder weggedingst wurde, dann. Gemobbt? Wer zieht Josh denn einen Wischer durchs Gesicht? Das weiß ich auch nicht. Alter, dieser Werkstattpunkt hier ist einfach unglaublich viel befahren. So, ich mach jetzt auch mal ein bisschen mehr Dingens hier rein. Ich. Bei 510 sehe ich mich. Ja, 510 habe ich auch. So. Ich hab 500. Ja, ich habe keine 500, ne? Ja, ich auch nicht. 490 oder 510, dann nehme ich lieber 510. Dann 26 nicht. Tonnen Milch. Durchgeht sie mal. So. Wir sind wieder da. Warte mal, ich guck mal ganz kurz auf der Karte. Der hat nämlich gerade mein Ding wieder umgestellt, nachdem ich an der Werkstatt. Nee, wahrscheinlich, weil ich in den Gameplay-Einstellungen war. Ich habe meine Route gerade nochmal nach Rostock setzen müssen. Ja, also ich kann noch ein Thumbnail nochmal machen hier, mal ein bisschen Fotos machen. Ja, hier. James, du hast dein Auto hinter dir. Ja, ein grünes. Ja, der Himmel ist so komisch. Blau. Nee, der ist so, da wo ich das Thumbnail gerade gemacht habe, war der so wolkig, das mochte ich nicht. So, ihr seid links raus, okay. Ja, da kommt man ja wohl vorbei, mit dem LKW ja wohl auch. So, da ist niemand. Da kommt ein Auto. Ja, er muss jetzt in die... Ja, Digi! Ich muss unbedingt hinter Josh fahren. Oh, Digga! Josh zieht das echt an. Das fährst du bitte vor, dann können wir auch darauf achten, dass du uns nicht verloren gehst. Ja, ich versuche. Das wäre schön. What? Okay, ich weiß nicht, wer das geschrieben hat. Ich, Skorpion. Ja, aber ich weiß jetzt nicht, welche... So, bitte, James, du darfst. Vorsicht, da ist links von dir noch einer mit einem Vier-Achsen-Zugmaschinchen. Die fucking Autos immer, ey. Ich mag hallo? Autos nicht. Du Pöpel, kannst du mal bitte... Vor ich glaube, das hieß nein. Ich mach mal meine Bacon Lights mal wieder an hier, so. Bisschen Body hier. Beschleunige doch LKW. Das sind nur 25 Tonnen. Ich bleib hier mal kurz stehen. Da kommen nämlich ein paar. Ich bleib hier mal stehen. Das ist nämlich ein bisschen Querverkehr. Ah, ich habe kein Ticket gekriegt, als ich über die Ampel gefahren bin. Ja, hier wollte ich mal, hier war ein bisschen was los, aber jetzt kommen wir, glaube ich.
Ja, da war aber einer quer. Hätte sein können, dass der mir richtig schön quer in die Seite geömmelt wäre. Die Ampel ist jetzt eh grün. Ja, ich war ein Hellseher. Wo ich jetzt gerade erst drüber nachdenke... Bin ich auch im Dunkeln, kann ich nicht so gut sehen. Wenn ich jetzt gerade so drüber nachdenke, ne? Ich transportiere ja 25 Tonnen Getränke. Ja. Welche Getränke transportierst du denn in so einem... Coca-Cola-Sirup. Wasser. Den Sirup höchstens oder Wasser. Oder so, ja. Das ist ja dann nicht Getränke, das ist ja dann Getränk. Wow. Ja, das kannst du aber unter Getränke, glaube ich, zusammenfassen. Ich glaube, ja, Apfelsaft kannst du da auch reinballern und... Ich weiß nicht, ob die da Apfelsaft reinballern. Der Josh hat aber schlechtes Internet heute. Bei mir kam er gut an. Das ist vielleicht James' Internet, aber, das Problem. Aber Josh ist so ein bisschen laggy im also Fahren. Bei mir ist Julian vorher einfach komplett stehen geblieben. Also war ist er wahrscheinlich nicht, aber... Nee, bin ich nicht. Das wollte mir das Spiel weiß machen. Ich bin nur rechts rübergezogen. Ah, meine Bremsen sind gut. Ich mag die so, wie die sind. Ich hasse Bremsen, die stechen. Ja, ich meine die LKW-Bremsen. Mich hat mir auch, wenn ich ehrlich bin. Mich glaube ich auch nicht. Echt? Ja, die sind aber auch so fett. Also, Fettshaming, ich weiß, aber... Ja, also Mückenstiche ohne Ende. Ja. Ja, das ist sowieso safe. Also Mücken sind halt schon so der Klassiker unter den Viechern. Allem immer asozial. Die sind immer asozial. So, wie ein Mückenstich in der Kniekehle? Das hört gar nicht mehr beim Laufen? Ach! So. Geschwindigkeit. Was ist das? Kann man das essen? Der Geschwindigkeit. Boah, so langsam, glaube ich, ist die Außenbedingung erreicht, dass ich immer mal langsam anfangen könnte zu lüften. Wie haben wir denn jetzt? Ist kurz vor 9, okay. Ja. Ich habe die ganze Zeit Fenster auf, weil ich sonst hier drin erst recht kaputt gehe. Nee, bei mir ballert, hat es jetzt den ganzen Nachmittag auf den Balkon geballert und das, schön zum Westen raus, damit da tief ist bei mir auch, beim Wohnzimmer ist auch westseitig. Das Problem ist nur, dadurch, dass ich Dachfenster habe und noch ein Dach, ist die Angriffsfläche für die Sonne natürlich relativ groß. Aber du hast ein Dach über dem Kopf, da musst du immer so positiv aussehen. Da muss man mal froh drüber. Positiv. Tue ich, aber im Sommer ist das hier echt... hier ist auch nicht schön. Ja. Ja, du wohnst ja wenigstens noch irgendwo in der Mitte. Das Ding ist auch oberhalb von mir wohnt niemand, unter mir wohnt keiner. Das heißt, die scheren sich einen Scheiß um Lüften, Markise oder sowas. Das heißt, die Sonne ballert halt in die beiden Wohnungen drüber und drunter den ganzen Tag richtig schön rein. Und dann habe ich quasi Ober- und Unterhitze nachts.